Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am Sonntag Letare. Umkehr, was bedeutet das für Sie? Verbinden Sie das Wort umkehren vielleicht mit der letzten Urlaubsreise, bei der Sie sich mit dem Auto verfahren hatten und deshalb eben umkehren mussten? Oder verbinden Sie mit dem Wort Umkehr weg von Gewohntem, weg von Sachen, die sich über Jahre oder Jahrzehnte eingespielt haben? Wie es auch ist, ich lade Sie heute ein, über Umkehr in unserem Leben einmal nachzudenken. Und ich glaube, auch Gott kann uns dabei helfen, Umkehr ein wenig anders oder besser zu verstehen. Dazu aber später in der Predigt mehr. Jetzt kehren wir aber nicht um, sondern schreiten in diesem Gottesdienst voran und singen unser erstes Lied. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete den Psalm 31. Er ist überschrieben mit den Worten: Sei mir ein starker Fels. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth.
Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Gott, unser Schild, schaue doch. Sieh an das Antlitz deines Gesalbten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Kommt, lasst uns anbeten. Manchmal spüren wir eine Sehnsucht in unserem Herzen. Dann wissen wir selbst nicht, was uns fehlt. Dann suchen wir und finden nicht. Und dann rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. So hört, Gnade ist uns verkündet. Im Jesaja-Buch spricht Gott, es sollen wohl Berge weichen und Hügel fallen, aber meine Gnade soll nicht von euch weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Darum Lob singet Gott, erhebet seinen Namen. Wir beten. Gott, du bist die Sonne unseres Lebens. Bei dir sind wir geborgen und gut aufgehoben. Du bist unser Licht. Zu dir wollen wir umkehren. Leite unser Sehnen und unser Suchen zum Ziel, zu dir. Sei uns nahe, jetzt und hier, in dieser Stunde, in diesem Gottesdienst. Das bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir lebt und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Sonntag Letare gilt auch als kleines Osterfest in der Passionszeit. Auch der Predigttext, der zugleich Text für die Schriftlesung in dieser Woche ist, macht das deutlich. Der Wochenspruch vom Weizenkorn, der darin vorkommt, weist über den Tod hinaus auf das Leben und den Neuanfang.
Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus sagen's Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. So antworten wir auf die Worte aus der Heiligen Schrift mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus will.
Haben Sie schon einmal Kresse auf der Fensterbank gezogen? Eigentlich ganz leicht. Ich lege die Samen auf eine mit Wasser getränkte Untertasse. Ab und zu ein paar Tropfen Wasser, mehr braucht es nicht. Und einige Tage später brechen schon die ersten Keimlinge durch das Samenkorn. Danach geht alles noch viel, viel schneller, denn gerade jetzt im Frühjahr kann man tagtäglich zusehen, wie die Kresse Stück für Stück wächst und gedeiht. Und am Ende steht die kleine, aber köstliche Ernte. Auf ein frisches Brot mit Butter und Frischkäse gesellen sich dann die geernteten Kressesprossen. Köstlich. Jetzt mag es sich bei solch anscheinend nebensächlichen Dingen wie Kressesamen um keine gärtnerische Meisterleistung handeln, und dass das Projekt so gar nicht gelingt, das scheint mir fast unmöglich. Aber mit diesem einfachen und zugegebenen unspektakulären Beispiel kann ich mir etwas bewusst machen, auch mit Blick auf meinen Glauben. Denn es lohnt sich manchmal, eben doch genauer hinzusehen und nachzudenken. Dazu später mehr. Am Beispiel der Kresse aber stellen sich kleine Erfolge ein. Und ich bin stolz, dass ich Erfolg hatte, dass die Kresse wieder einmal aufgegangen und gewachsen ist. Erfolgreich sein, ganz wichtig, wie es mir scheint. Wäre mir das mit der Kresse nicht gelungen und ich hätte es Ihnen erzählt, dann würden Sie wahrscheinlich jetzt denken, oh weh, wer noch nicht einmal schafft, Kresse auf der Fensterbank zu ziehen, wie soll das erst mit anderen Dingen werden, die noch viel schwieriger und komplizierter sind, als Kresse zu ziehen? Niederlagen sieht man eben nicht gern, Erfolg schon. Und so ist es ein Stück Normalität geworden, dass auch ich mich in meinem Leben oft nach Erfolgen sehne. Das ist, glaube ich, in jedem Menschen ganz fest verankert. Egal, ob in Beruf, in der Schule oder bei Freunden. Ich will jedem gefallen, will meine Arbeit gut machen, immer gute Noten haben, will Freundinnen um mich haben, die zu mir stehen. Und ein bisschen ist es auch das, was die Gesellschaft heute von mir verlangt. Nur erfolgreiche Menschen scheinen wirklich anerkannt zu sein, genießen Ansehen und haben etwas zu sagen. Sie sind Fame, würde die Jugend von heute sagen. Und was ist mit den anderen? Mit denen, die hinten runterfallen, mit den Tausenden, die Woche für Woche zur Tafel gehen müssen, die gepflegt werden in Heimen und von Diakoniestationen. Ja, was ist mit denen, die eine Behinderung haben oder jeden Cent zweimal umdrehen müssen? Was ist mit den Angstgeplagten, den Tieftraurigen, den Verrückten, den Vergesslichen? Was ist mit denen, deren Kresse auf der Fensterbank nicht aufkeimt? Wo ist deren Erfolg? Wo ist deren Fame? Oft und viel zu schnell werden diese Menschen abgestempelt, fallen gelassen, ja, finden überhaupt keine Erwähnung mehr. Ich frage mich, kann man nicht durch die weniger erfolgreichen Menschen gerade viel mehr fürs eigene Leben lernen? Nämlich das, was man nicht bewerten, nicht kategorisieren und nicht einordnen kann. Sehe ich nicht viel mehr in denen, die nicht perfekt sind, Gottes Plan für mich und für seine Menschen? Und seine Zusage für uns, dass jede und jeder geliebt ist. Ich glaube, darüber lohnt es sich einmal nachzudenken. Gott denkt eben anders als wir Menschen. Er sieht uns mit einem anderen Blick. Wie genau er schaut, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber von denen, die Gott im Laufe ihrer Geschichte nahegestanden haben, aus ihren Berichten sehe ich, ja, es ist wirklich so, Gott denkt anders als die Menschen. Besonders deutlich wird das für mich an den Grenzen unseres menschlichen Lebens. Dort gibt es, nennen wir es einmal, besondere kritische Punkte. So wie beim Start und beim Landen eines Flugzeuges. Der Anfang des Lebens,
Die Geburt eines Kindes, da fiebern alle mit, Freunde, Bekannte, Verwandte. Hoffentlich geht es Mama und dem kleinen Wesen gut. Hoffentlich sind sie gesund. Und dann, am Ende eines Lebens, beim Tod eines Menschen, noch mehr. Hoffentlich hatte er keine Schmerzen. Hoffentlich ist sie friedlich eingeschlafen und hoffentlich ist sie jetzt erlöst von ihrem Leiden. Dazwischen? Ja, da haben alle gute Ratschläge. Es scheint alles klar. Gute Erziehung, Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, Auslandsjahr, Studium. Erfolgreicher Job, verheiratet, Bilderbuchehe, 1,4 Kinder im Durchschnitt, Einfamilienhaus, 2 Autos in der Garage, 2-mal Urlaub im Jahr. Mindestens. Gerne auch mehr. Wer heute ein Handwerk erlernt, der wird schon schief angeschaut. Eine unmögliche Tendenz, wie ich finde. Geburt und Tod, das sind Themen, die wagt man sich in heutiger Zeit allerdings fast gar nicht mehr anzupacken. Heißes Eisen. Zu fremd ist das alles geworden. Lieber wegschieben, ins Krankenhaus, auf Palliativstationen und Hospize. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Kirche so ein wenig ins Hintertreffen gerät. Denn wir glauben an einen Gott, der gelitten hat im Sterben, tot war und dann zu neuem, ewigen Leben erwacht ist. Er ging uns voraus als einer derjenigen, die eben keine Bilderbuchgeschichte erlebt. Tod, Sterben, unerträgliches, unfassbares Leiden. Alles Bilder, die zwar auf die Kinoleinwand gehören, aber doch bitte nicht ins nähere Umfeld. Genau der, der alles auf sich nimmt, spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Auch hier, Gott denkt anders, umgekehrt zu unseren gewohnten Bildern. Jesus denkt anders. Denn ein Samen, der in die Erde hineingesetzt wird, soll eben nicht aufgehen und nicht keimen, er soll sterben. Der keimt nicht und bringt keine Frucht hervor. Und doch, gerade durch das Samenkorn in der Erde, das eingeht und erstirbt, bringt es unglaublich viel Frucht. Das, was Jesus sagen will, ist bildhaft. Er sieht das Samenkorn als sein Leben, das Leben des Sohnes Gottes. Und er selbst muss erst den Tod erleiden, er muss sterben, um anschließend zu neuem Leben zu finden. Erst durch seine Auferstehung wird vielen Menschen der Zugang zu Gott bewusst. Mit dem Tod geht eben nicht alles zu Ende. Donnerwetter, was so ein einzelnes Samenkorn mit seiner Geschichte, was so ein Beispiel alles hervorbringen kann. Aber für mich und meinen Alltag, manchmal lohnt es sich eben anders zu denken, Menschen anders zu begegnen. Wenn ich zurückblicke auf mein eigenes Leben, ich habe selten so viel Aufmerksamkeit und Rückmeldung auf meine Gottesdienste und Predigten bekommen, wie in der Zeit, als ich im Gefängnis gepredigt habe. Selten habe ich so viel Liebe und Rücksicht erlebt wie in Familien bei Taufgesprächen, die nicht viel mehr hatten als sich selbst. Und selten habe ich so viel wahre Freundschaft erlebt als in den Zeiten, in denen auch mein Leben in Angst gefangen war und ich keine Hoffnung mehr hatte, den nächsten Tag noch zu erleben. Ja, die Weggesperrten, die Armen, die Ängstlichen, Traurigen, Verrückten, sie können mir mitunter ein ganz anderes Bild vom Leben zeigen. Das kann ich in meinem Alltag lernen. Denn sie zeigen mir neben allen erfolgreichen und mehr oder minder gleichen, aalglatten Lebensläufen, wie es sein kann. Die Gescheiterten, scheinbar Gescheiterten, sie zeigen mir, denk anders, so wie Jesus, so wie Gott. Und ich glaube,
die Unerfolgreichen, die Einsamen, die ohne Fame, sie können mir manches Mal mehr Vorbild sein in Sachen Zuhören, Nächstenliebe und Fürsorge als die, bei denen immer alles glatt geht, bei denen immer alles funktioniert. Ich will also lernen, Niederlagen zu schätzen, die das Leben mit sich bringt. Denn daraus wächst in mir ein anderes Bild vom Menschen, geleitet von Mitgefühl, Barmherzigkeit und Liebe. Gott denkt anders. Er denkt über die Grenzen des Lebens hinaus, des Lebens und des Sterbens. Das kann mir einen Anstoß geben, Erfolg und Misserfolg, Wert und Achtung auch einmal anders zu betrachten und zu bewerten. Und vielleicht, wenn Sie das nächste Mal Kresse auf der Fensterbank ziehen, Ihre Tochter zu Hause empfangen, die keine so gute Note mit nach Hause gebracht hat, oder einfach jemandem begegnen, der vom Leben gezeichnet ist. Es kann der Schlüssel dazu sein, anders zu denken. So wie Jesus, so wie Gott, barmherzig, gnädig, liebend. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Miteinander Fürbitte halten. Und ich lade Sie dazu ein, auf jede Fürbitte, die mit den Worten "Wir bitten dich" schließt, zu antworten: Herr, erhöre uns. Barmherziger Gott, Wohnung und Raum allen Lebens, für diejenigen ohne Wohnraum bitten wir, Obdachlose in unseren Orten und Städten, Menschen auf der Flucht, und für alles Leben, das in Angst und Bedrängnis ist und aufbricht. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Jesus Christus, Tür zum Leben. Komm, Menschenbruder, in den Gerichtssaal und zur Hochzeit, ins Büro und ins Kinderzimmer, in Schulen und Kirchen, ins Krankenhaus und ans Sterbebett. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Heiliger Geist, in jeder Ecke eines Hauses, über allen Mauern und Grenzen schwebst du. Gib deinen langen Atem.
Stärke unsere Schritte zueinander, miteinander, zum Leben in dir. Trage und erhalte unseren Glauben oder wecke ihn neu, da wo er gebraucht wird. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Und gemeinsam beten wir weiter mit den Worten, die unser Herr Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Folgendes möchte ich Ihnen noch bekannt geben. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank an Herrn Andreas Frese, der diesen Gottesdienst so wunderbar musikalisch mit seinem Gesang und dem Orgelspiel begleitet hat. Außerdem ein herzliches Dankeschön an Gemeindepädagogin Sabine Güntner, die mich durch Psalmlesung und Schriftlesung in diesem Gottesdienst unterstützt hat. Nächste Woche feiern wir wieder Gottesdienst hier vor Ort präsent in unserer St. Peter-Kirche. Am 21. März um 10.30 Uhr geht es wieder los. Bitte melden Sie sich für den Gottesdienst im Gemeindebüro an. Und so gehen wir aufgerichtet, umgekehrt oder des Weges unter Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.